Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter World auf der Xbox One X hier auf diesem wunderschönen Multiplayer-Schiff. Und da sind wir natürlich nicht alleine, nein, da ist der Operator, cheers. Und da Servus. Ist der, der Vogelmann. Glaub, den mache ich immer bei Operator. Und der Elysium ist auch heute mit dabei, ein Bogenschütze. Ja, hallo. Ein Träumchen. Und ja. Wir wollen hier so ein bisschen heute den Nergi machen, einer der Elderdrachen, beziehungsweise der Operator hat die Quest gerade bekommen. Ich würde sagen, du kannst mal direkt zum Schalter gehen, dir die Quest holen. Und dann halt uns auch bitte auf den Laufenden, bis du diese Zwischensequenz hast, damit wir dann direkt reinkommen können. Natürlich. Absa. Das ist immer das Nervige, ne? Dass man immer abwarten muss, bis jemand... Ich gehe nach oben, ich trinke ein. Vogelmann, ich klau mir nicht meinen Platz hier, Vogelmann. So, ich würde sagen, na dann, auf euch Jungs, zum Wohl. Wir warten, bis der Stefan da unten fertig ist und lasst uns hier alle mal anstoßen hier. Prost! Oh, Operator, bist du schon los? Schmecken. Mach mal hin, wir sind gleich besoffen. Der Vogelmann, der liegt immer noch so ein bisschen geschafft. Man muss auch dazu sagen, der war die ganze Nacht auf Party, ja. Er hat immer noch sein Dance-Outfit an. Ja. So. Jetzt kann ich also, wieder. Genau, na schön, immer in kippen, würde ich sagen hier. Ordentlich Party machen. Was ist das hier? Was kann man hier eigentlich noch machen? Achso, das ist ein Sitzen feiern. Achso, das ist so richtig, diese Sitzfeiern ist so richtig wie, du bist auf einer Party, hast eigentlich keinen Bock mehr und jemand fragt dich, und alles okay? Ja, alles gut. Ja, sieht sehr enthusiastisch aus. Ja, und danach, wenn er weg ist, machst du den einfach wieder. So richtig, ja, geht's dir gut? Ja, mir geht's richtig gut, alles gut. Und dann sind wieder, oh Mann, so. Jetzt wird's dunkel, aber zum Glück haben wir ja unseren Vogelmann hier. Der macht so ein bisschen Licht mit seiner Rüstung. Unsere wandelndes Glühwürmchen. Ey, ich bin besoffen? Man kann ja wirklich besoffen werden? Ey, ich kann nicht laufen! Ja, dann werd wieder nüchtern. Ey, dann will ich auch hier noch was jagen. Das ist mir noch nie passiert, okay. Ist ja lustig. Das waren Sade. Ist ja lustig. Ey, das ist mein erstes Mal. Ich bin speifrei seit... seit 9.3. Genau. Oh Mann. So, Stefan, hast du schon deine Zwischensequenz jetzt? Ja, bin gerade mittendrin. Ist gerade mittendrin. So, dann können wir ja schon mal runtergehen. Oh, mir geht's gut jetzt. Ne? Ja. Wie finden wir denn seine Quest jetzt? Ja, wir müssen dann einfach zum Questschalter gehen. Und da steht dann in der Mitte Quest beitreten. Naja. Ah, da ist dann seine Quest angepinnt. Eieiei. Verfügbare Quest, Aufgaben. Ja. Gönnen, ja? Geht schon los, sehr schön. Könnt's, ja. Willkommen. Bitte. Mach mal. Ziemlich aggro aus. Geh nur schnell was essen. Ja, einfach nur überleben. Wir müssen nur schnell was essen. Natürlich hier das beste Essen hier wieder. Geliefert jetzt bekommt ihr oben aufs Schiff. Herrlich. Ja, ich habe leider schon gegessen. Oh, lecker. So, na dann, auf geht's. War's aber schnell. Ja, du kannst doch abbrechen. Start, genau. Mit Start drücken. Musst dir nicht immer angucken. So. Mal gleich noch einen Kältetrank nehmen. Falls er doch wieder nach unten macht. Oh, wer hämmert denn da auf seinen Controller? Das kann doch nur der Operator sein. Ja, das, ich kenne ja auch. Oh, ich wurde wieder unterwegs raus. Das ist einfach zu laut. Der Einzige, der den Sora Magdaros noch dringender finden wollte als wir. Musst du aufpassen, der ist schnell. Ich muss erstmal hoch zum Camp. Das ist natürlich jetzt blöd. Der Nergi kriegt jetzt gleich ordentlich eins mit der Nergi-Waffe über den Kopf. So. Mit seiner eigenen Schublade über den Kopf gezogen. Achso, okay. Unspannend. So, erste Hilfe. Nehmen wir mal mit hier. Mal mitnehmen. Gratis. Die Sommerschlussverkauf. So,
Was sagen wir, was rennt da unten für ein Glühwürmchen rum? Aber das ist der Vogelmann. Was macht der? Das sammelt Kräuter, weißt du? Ist denn hier die Truhe? Vogelmann, die zwei brauchen ja? Hilfe bei der Energiequest, ja? Nicht, dass der große, starke Vogelmann hier erstmal Kräuter sammelt. Kann aber nicht wahr sein. Oh, hier sind die Kristalldinger, die nehmen wir mit. Wolltest du gerade meinen Kristall? Ich bin vorbeilaufen schon mitgenommen. Ja, ich schon. Aber genau dahin. Ich zieh mir mal noch eine Larve rein. Was ziehst du dir rein? Eine Larve? Was für eine Larve? Naja, natürlich, die Wigililitsch. Oh, da hat er schon schwarze Stacheln. Was habt ihr mit denen gemacht, Leute? Oh, voll reingehüpft. So, jetzt sind wir wieder da. Wer mich kennt, weiß, dass ich immer die Akku immer voll auf mich ziehe, warum auch immer. Finde ich ganz gut. Ja, das ist immer so, also wirklich. Du bist ja auch einer der. Du bist ja auch derjenige mit dem Schild. So, versuch mal auf jeden Fall den Schwanz hinten noch abzuschneiden. Ganz wichtig. Ich mach mal einen Gesundheitsbooster hin. Ja. Wumms. Na, shit. Bah. Achtung! Gut. Achso, ich dachte, er kommt. Bin schon extra gesprungen. Nee, ich hab ihn gerade paralysiert. Ah, das hab ich auch gerade bemerkt. Das hast du sehr gut gemacht. Gib mal hinten auf. Die kleinen Luder. So. Achtung, er fliegt. Das müsst ihr ausweichen. Achtung! Genau, Stefan, das wirst du jetzt noch nicht kennen. Wenn er in die Luft geht, dann abwarten, im richtigen Moment dann wegspringen. Okay, er verbiss okay. Er haut ab. Genau. Er hat Angst. Er hat Angst vor uns. Ja, warte mal, ich muss hier noch schnell... meinen Job tun. So. Oh, hier liegt ja noch Material von Ihnen rum. Ja, hab ich auch gedacht. Oh, schade. Praktisch. Wow. Achtung, jetzt! Fliegt. Achtung, Deckung! Ah, alle leben noch, sehr schön. Sehr schön. Das ist gut. Davon darfst du dich nicht treffen lassen, Stefan, das ist nämlich in der Regel immer One-Hit. Ah, okay. Das ist auch die einzige, eigentlich gefährliche Attacke von ihnen. Der Rest ist eigentlich wirklich gut berechenbar, wenn du ihn kennst. Ja. Also ich finde, Nergi macht Spaß zu kämpfen. Das ist jetzt keiner, ja, der unfair ist. Ganz ehrlich, ich kämpfe lieber gegen Pink Rettian als gegen ihn hier. Nee, ich auch mit der blöden Kuh. Ich habe auch, ey, wirklich, Leute, ohne Scheiße, ich habe ja gestern auch noch ein bisschen, und zwar mit meiner Mod Mini gespielt. Und wir haben ein paar optionale Quests gemacht und darunter war, töte den Rathalos. Ich glaube, Stufe 7. An sich, jetzt keine Quest, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt schwer, ne? Aber ohne Scheiß, nach 10 Minuten hatte ich schon Schwanz ab, der war Totenkopfschädel. Und dann nach 10 Minuten permanent, wenn du versucht hast anzugreifen, kam Radian dazu, also Pink Radian. Du hast keine Chance mehr, du kannst nicht mehr an Rathalos ran, gar nicht. Dann bist du hinterhergegangen, den Rathalos wieder zu finden, kam die Radian wieder hinterher geschissen. Dann kam Tobi Kadeshi dazu geschissen. Dann kam der Bomber dazu geschissen, ja, also dieser Vollidiot da. Dieser Battle Goys, permanent, ja. Wir haben es nicht geschafft, das Zeitlimit ist abgelaufen, 50 Minuten. Das ging nicht, du kamst an Rathalos nicht ran. Es war immer vier Monster. Es war Katastrophe. Also das hatte ich auch noch nicht gehabt. Oh. Ich muss einmal hier wegspringen. Und drauf. Ja, sehr schön. Schwanz abmachen, ne? Bitte. Ja. Oder Horn vorne. Such's dir aus, aber der Schwanz könnte auch einen Stein haben, von daher. Fängt dich an. Ja. Hinten drauf alle. Sorry. Kein Problem. Ich bin noch in im Moveset drinne. So. Ich müsste doch eigentlich erstmal so ein bisschen schärfen. Oh mal hör doch auf, hier raufzutreten. Ach komm, ich will einmal schärfen. Geh weg! Bitte lass mich doch nur schärfen. Ich habe übrigens keine
Ich habe übrigens keine Flashpots mehr. Keine was? Ja, nein, die Blitzbomben. Ja, Mann, ich spiele auf Englisch, okay? Ja, ich weiß. Ich habe keine Flashpots mehr. Das hört sich einfach cool an, okay? Ja, ja, ja. Als wer es besonders mag, der spielt halt auf Englisch. Und die ganz harten. Ja, ich mag das halt, okay? Für den okay, na, dann weiß ich ja nicht mal mehr, wie man das Menü bedient. Aber Vogelmann, man merkt, dass du noch frisch ausgeschlafen bist. Noch nicht ausgeschlafen bist. Wieso? Du bist noch sehr ruhig. Man merkt. Ein wenig. Aber nur ein wenig. Weißt du, der Kopf dröhnt sicherlich noch, weißt du? Der Kopf alle Geräusche sind zu viel. So, ich würde gerne mal meine Fiolen jetzt in Ruhe aufladen wollen. Jetzt. So. So, der wird jetzt den Raum wechseln, ne? Jo, jo. Ja, sehr schön. Jo. Hat er irgendwas gedroppt? Was liegen wieder was? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Schade. Wenn er jetzt bei den Diamanten ist, dann wartet mal ruhig auf mich und Stefan, sag ich, Vogelmann, damit wir die Fallen auslösen können. Nee, ist er nicht. Dann nicht. Aber der wird gleich seine Flugattacke machen, also passt auf. Ja. Jetzt. Oh. Alles gut. Alle leben. Da, fertig damit? Millimeter. Ja. Ja. Hier, komm her, ich hab Gesundheitsbooster hingelegt. Maxi dran. Bei Heinz. So, ich geh mal ran. Okay. Wo ist er? Boah. Da. Immer wenn ich meine Combo mache, weißt du, und der haut mittendrin ab, dann stehe ich immer da wie begossener Pudel im Regen, ne? Macht die Combo und keiner mehr da. Man fühlt sich so einsam. Whoa. So, komm mal her, Nergi. Ah, nein, das ist schlecht, was du da machst. So, jetzt müsste aber eigentlich gleich der Schwanz abfallen, also. Vielleicht noch mal einer drauf springen. Das könnte man vielleicht auch noch mal probieren. Mal ich versuchen, mal hier hoch zu locken. Komm mal her, Nergi. Ja, da. Ne, scheiße, bin ich gesprungen. Au! Was war das denn? Lass mal was trinken. Ich trinke was. Und da kommt wieder einer angesprungen. Der spürt das ganz genau, wenn ich was machen will. Er humpelt. Jetzt schon? Er humpelt. Bleib hier, Junge. So. Nee, noch nicht. Ich habe meine Megafassbomben. Mann! Ich will wissen, die Dings wegschleudern. Also lass ihn ruhig pennen gehen, bitte. Vor allem der Schwanz muss noch weg. Ja, ich will den Schwanz wegsprengen. Aber lass ihn ruhig pennen gehen, wenn er jetzt abhaut. Gebrüllt. Dieses Rumgebrülle von ihm. Achtung, ja, Flug. Ich schick die ganze Zeit weg. Jetzt drauf. Jetzt. Oh, Vogelmann hat gewonnen. Ja. Er hat gebrüllt, ich war noch in dieser Animation drin, wo er. Wo wurde noch nichts machen kann. Und dann weggeflogen. Vogelmann hat's erwischt. Das ist halt die einzige starke Attacke von ihm, so richtig, ne? Richtig. So, jetzt lass ihn abhauen. Ach so? Ja, nee, nicht machen. Ich will den dann schon wegsprengen. Ja, wenn ich einmal drücke, dann ist getan. So. Ist kein Maxi-Tank da, Alter? Hast du keinen mit, ne? Moment, ich glaube Objekttuche. Hat denn von euch jemand noch große Fässer? Ja. Dann ich hab nichts mitgenommen, ich hab kleine. Okay, dann könntest du zur Not zünden vorne. Also ich mach Mega-Fassbomben, mach ich hinten am Schwanz. Und dann könntest, Daniel, du könntest vielleicht vorne am Kopf mit deinen großen Fässern machen, die Hörner. Und dann zünden wir gleichzeitig. Alles klar. Gut. Und passt auf, also hier hinten, jetzt im Nest, wenn wir den ins Fach machen, dann geht der nochmal so richtig in Rage, ne? Also auf jede Attacke aufpassen. Und der springt gleich zum Anfang, also er macht gleich den Flugmodus. Ja. Also wo ist denn sein Schwanz? Da ist der Schwanz, genau. Wo ist sein Kopf? Da. Einmal. Eine. Zwei. Kann ich zünden? Warte, nee, noch nicht. Wir machen das zeitgleich. Auf drei stellen wir hin, das Zünden. Eins, zwei, drei.
Schwanz ist ab. Nee. Ist er nicht? Na gut. Das gibt's doch nicht. Trotz zwei Megafassbomben. Na, wir waren zu stark. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt, oh, ey, jetzt wird er noch mal ein bisschen aggro. So, einmal sehr schön. Jetzt versuche ich noch mal den Schwanz hier hinten abzuschneiden. Das gibt's doch gar nicht. Ah. Darf nicht vorher sterben. Ich schick schon immer mein Insekt drauf, das hat abtrennen, ja, ja. Bonus oder Ding. Aber. Er will halt aber auch nicht weg, ne? Hier, Gesundheitsbooster lege ich hin. Sehr schön. Voll. Ich würde nochmal einmal blenden. So, jetzt vielleicht nochmal den Schwanz probieren. Aua. Ich probier's. Ah, diese blöden Stacheln. Also, ne, Tanzzapfen oder Eiszapfen. Oder Diamantenzapfen. Was auch immer da von oben runterkommt. Achtung. Oh, warte mal, Mega-Dämonenmittel habe ich ja noch. Mann. Ich mach mich mal kurz stark. Er hat aber auch einen Schwanz. Oh, ne. Scheiße, scheiße, Attacke. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh. Alter. Also jetzt bitte nicht noch mal einmal sterben. Sonst war's das. Au. Ich kann aber auch mein Mittel nicht nehmen. So. Der säuft das länger. Dritter Versuch jetzt. So, und jetzt müssen wir noch mal ein Heilmittel nehmen und dann machen wir Ende. Ich habe auch nicht rausgefunden, wie weit diese Flugattacke, was die für einen Radius hat, weil immer wenn ich aus, also du musst da wirklich extrem aufpassen, also das Beste ist halt, dass du wirklich kurz bevor er kommt, den Sprung machst, weil dann bist du halt in dieser Fallanimation und in der Fallanimation kann dir halt nichts passieren. Ja, muss ich Glück haben, dass ich meine Waffe weggepackt schon habe. Ich will diesen blöden Schwanz abhaben. Aber er will nicht. Ich bin drunter. Er ist hartnäckig. Ich sehe nichts. Es ist hart. Tot. Ja, nee, Scheiße. Nee, ist er nicht. Waren zu stark. Gutachten Drachenältesten tot. 1 von 5. Ach so, ich habe noch eine Quest davon. Oh. Okay. Ja, cool. Ich weiß gar nicht, ob ich es in 50 Sekunden dahin schaffe. ja, dann mach mal hin, ne? Wir lassen dir was übrig vom Blut, versprochen. Ja. Ein bisschen. Außer das ist sowieso merkwürdig, dass so ein großes Vieh immer nur drei Sachen gibt. Nee, vier. Ja, ich wollte gerade sagen. Also ja, ja. Ja, der gibt okay. Ja, so viel Zeit habe ich gar nicht. Jetzt habt ihr noch ganz hinten im Raum getötet, wa? Ja, das ist ja. Was willst du machen? Scheiße. Ja, wir hätten natürlich. Ach nee. Ich stelle mich hier neben Nergi, ich will ein schönes Fischen haben mit ihnen im Tod. Und kannst du noch was? Obwohl, da. Komm, ja, ich habe noch zwei Sachen damit noch rausgekriegt. Das hieß ja sehr gut. Du musst ihn sowieso irgendwie. Dann können wir gerne nochmal komplette Rüstung zu machen, von daher. Von dem. Oh, der Screenshot, der Todes-Screenshot ist bei mir mega verschwommen, ne? Das ist reines. Ich hab eine Cutscene. Bei mir auch. Ja, ich ihr auch. Habt jetzt die Cutscene, weil ihr noch die Story noch nicht habt. Sehr schön. Kriegen ein paar Sachen. Der Maase, gucke hier. 17 Mal hat er mit seiner kleinen Schleuder drauf geschossen. Der Junge. Weißt du? 17 Mal? Ja, 17 Mal stand da. 17 Mal hast du deine Schleuder rausgepackt. Ja, ich habe Kristallexplosion benutzt. Denn eigentlich müssten das 8 Mal gewesen sein. Aber naja, egal. Eigentlich. Dann glauben wir einfach der Statistik. Eigentlich. So, ich gehe noch mal ganz kurz in die Schmitte. So, die Jungs werden ja bestimmt jetzt erstmal ihre Story da weiterhören. Und wir sind jetzt bei 19 Minuten, liebe Leute. Das ist. Wir könnten noch eine kleine Mini-Quest machen. Kleine Mini-Quest. Genau. Hat jemand Lust, Ratian und Rathalos gleichzeitig zu machen? Ja, ja. Könnten wir jetzt noch machen. Also eine machen wir noch in der Aufnahme. Stefan, wie weit bist du? Das ist so eine optionale Nebenquest, oder? Ja. Ja, 5-Sterne-Quest ist das. Ach, ja, genau, für mich. Nee, warte mal. Nee, 5 Sterne lohnt sich doch nicht, oder?
Ja, wir können auch die... Wir können auch... Naja, aber es ist halt kein High-Rank-Loot, ne? Ja, aber da bringt ja den Banditenmantel. Dann nehmen wir halt Pink Radian und Azur Rathalos. Die gibt es auch. Oh, das ist ja, dann, glaube ich, die sind ein bisschen heftig jetzt. Ich guck mal rein. Pass mal auf, ne, warte mal, ich guck mal. Neue Quest bekannt machen, ich schau mal rein. Ich such mal was raus für uns. So, pass mal auf. Optionale Quest, gehen wir mal hier auf Stufe. Machen wir mal so Stufe 6 irgendwas. Ja, ich weiß was. Wir machen Bachot, weil ich brauche nämlich Bachot in der Arena und ich glaube, durch die Quest schalten wir ihn frei. Also. Welcher ist denn Bachot? Na, Bachot, kennst du doch, der Schlafbachot. Ach, der. Den willst du machen? Ja, okay. Muss ich, weil ich brauche den in der Arena, weil ich habe eine Arena-Rüstung. Die brauche ich, die Armteile und dafür brauche ich Medaillen. Toni, okay. Seine Aufnahme, Toni, seine Regeln. Ja, genau, so. Also, Quest bekannt gemacht, ich bin oben im Schiff. Ich werde was futtern. Ja, ich komme. Ja, könnt annehmen. Moment, ich komme auch gleich. So, meiner liegt gerade hier. Bezahlen. Na, können wir uns nochmal ein schönes Schiff, oder mal ein anderes Menü? Was gönne ich mir denn? Da kann man sich Waffen und Rüstung auch kaufen. Arena. Nee, du. Quest hier machen, ne? Dann kannst du ja nicht mit deiner eigenen Ausrüstung spielen, sondern musst ja zwischen vorgefertigten Ausrüstungen wählen. Na, dementsprechend musst du auch mal mit anderen Waffen spielen und klarkommen. Ja. Und wenn du dann ein Monster dort besiegt hast, wie zum Beispiel ein Kuluyaku, dann kriegst du Kuluyaku-Münzen. Ja. Und dadurch, dass du die Münzen jetzt bekommen hast, kannst du dann beim Schmied gehen und dann sind neue Rüstungssets auf einmal drin, wo zum Beispiel steht, du brauchst 5 Kuluyaku-Münzen und 2 Barot-Münzen. Weißt du? Ah, und das, cool. Das sind halt coole Rüstungen drin. Sehr, sehr spezifisch. Da sind halt coole Rüstungen drin, wie hier von diesen kleinen Monstern, wie unsere Schuhe zum Beispiel, die halt eigentlich nur Pluswerte haben, weißt du? Also kaum Negatives. Also ideale Mix-Rüstungen. Lohnt sich wirklich, die Arena-Quests zu machen. Muss ich echt mehr Arena-Quests machen. Ja, auch für euch da draußen, liebe Leute, Arena-Quests machen, ohne Scheiß. Ist nicht schlecht. Wirklich ganz cool. So, Vogelmann, du bist mir heute zu ruhig hier. Du stehst da auch so da mit deinen. Was machst du da eigentlich? Hast du Sumo-Ring? Ist das Sumo-Ring? Ja, stell dich immer gleich vor mir, dann hau ich dich nämlich. Okay, los, bin bereit. Warte, ich muss es mal machen. Steh ich richtig davor? Komm, gib mir einen Elektroschock. Was ist das denn? Schnell! Nee, irgendwie nicht. Sonst hat er es immer gemacht. Ach so, na, vielleicht geht das nur hier nicht. Vielleicht, weißt du? Boah, hier kann ich auch nicht mein Schwert rausholen und, weißt du? Mein großes, langes Schwert. Kann ich ja hier nicht einfach rausholen. Ah, ich verstehe. Weißt du? So, wo sind jetzt die zwei Jungs hier? Ja, warte, ich bin auf dem Weg. Aber. Die hatten hier eine ganze Menge zu quatschen mit mir. Ja, ihr könnt auch unten an die Questtafel gehen und die Quest, annehmen. Bei Quest beitreten. Ihr müsst jetzt nicht extra hochkommen. Ja, ich wollte was essen. Vorher. Und Vogelmann, wir könnten eigentlich auch schon reingehen. Hä? Die können auch hinterher joinen, war das nicht so? Nee, ja. Wenn wir reingehen, dann müssen sie über Notsignal reingehen. Ach so, ja, stimmt. Ja, stimmt. Und dann könnte es passieren, dass der zeitliche Ablauf ist und dann kriegen die das nicht als bestätigt, die Quest. Gut, alles gut. Nichts gesagt. Sondern warten wir noch. Wird ja wohl. Achso, er jagt den Barot. Okay. Genau, das habe ich gemacht. Tom Ödnis, oder? Hm? Ja. Einfach reinkommen. Okay, ist. Logger. Hast du? Ist Logger. Ist doch egal, mach Lager 1, wir treffen uns dann beim Barot. Ist doch wurscht. Es ist nur ein Barot. Okay. Ja, den haben wir gestern. Ja, und stirbt als erstes, weißt du? Der Opulator ist der Mann. Der Daniel, wo ist der Daniel? Ja, ich bin schon unterwegs. Ach, ja, die quatschen mich hier alle an. So. Ja, das wäre echt cool, wenn ich jetzt die Barot Arena Quest mit dem freischalte. Das wäre ideal. Ich will die Armteile haben. Welchem Camp seid ihr denn gewesen? Erstes habe ich jetzt gewählt. Zahl zum Einser. Ja. Okay.
Im Zweifelsfall immer das Erste. So, ich mach bereit zum Aufbruch. Oh, I'm bereit. Apollo bereit? Martha bereit? Meiner ist meiner ist Elysium dabei. Vorbereitet. Ja. Bei mir ist übrigens hier in Scharbeutz, bin ich ja gerade, ist übelst Schneesturm. Echt? Ja, gut, ja. In ja. Berlin auch, weißt du, total. Hier kommen so richtig. Plus Sonne mit 30 Grad. Wieso dauert das gerade so lange bei dir, bis du reinkommst? Ja, warte, jetzt. So. Ich habe noch nie, mir fällt gerade auf, ich habe noch nie einen Barrett im High Rank gemacht. Ja, ist er. Ist der anders als? Keine Ahnung. Als vorher? Also er wird bestimmt ein bisschen aggressiver, ein bisschen Rage sein, aber ich kann mir den jetzt irgendwie noch nicht so ganz so schwer so vorstellen. Haben wir jemanden mit einer dicken Waffe, weil der ist halt dick gepanzert, ne? Wo ich komme nicht mit der Dings komme ich nicht durch den Kopf. Ich hab eine Schneidwaffe, also ich schneide einen Teil. Irgendwas brauchen wir, um den Kopf ein bisschen zu bearbeiten. Ich hab leider keinen Hammer oder ähnliches. Na ich toll, ich hab schon wieder irgendwo. Wieso werde ich nur noch unterwegs rausgeschmissen? Ey, ganz schlechtes Taxi, ganz schlechtes Taxi. Du hast den Flugtrag nicht unter Kontrolle, so ist es einfach. Ja, das Problem ist, weißt du, ich spare halt immer an Ecken und Kanten. Das ist halt das Problem. So. Hier erstmal den Vorderplatz. Und dann komme ich nochmal kurz ins Camp. In die Ains. Ich finde halt Schwachsinn, dass der Flugtracher einen rausschmeißt, weil man hat ja prinzipiell die Möglichkeit. Weißt du? Also, wenn, dann hätte man es ja so machen müssen, ja. Okay, wenn der einen rausschmeißt, dann muss man eine Minute lang, darf man keine Schnellreise verwenden. Das würde ja noch Sinn ergeben. Aber so? Weiß ja, ich nicht. So ist es nur nervig. Ja. So, Objektruhe. Objekt verwalten, Tränke auffüllen. Nochmal ein bisschen sortieren. Wo seid ihr alle? Feld. Ich komme jetzt erst. Jetzt im Gebiet 9. Ja, er ist schon bekannt. Ich hab ihn aufgespürt. Oh, sehr schön. Kommen. Ich müsste eigentlich die Kelbis hier mal umhauen, weil ich brauche uralte Tränke. Komm gleich, ja? Ich helfe euch gleich beim Barrett. Ja, ich brauche die Hörner hier. Ich habe keine uralten Tränke mehr. Ah, siehste, gucke, da hat er doch schon was gedroppt. Ja. Also, kennt ihr die Leute? Man geht im Multiplayer und dann gibt es so Leute, die ganze Zeit eigentlich nicht helfen, sondern irgendwas anderes machen? Furchtbar. Kann ich überhaupt nicht leiden. Dann kommen sie, wenn das Monster schon erledigt ist. Ja, genau. Ja. Ne? Schrecklich so. Und wollen noch den Loot abgreifen, weißt du? Feucht bei diesen Menschen. Ey. So. Ist aber auch ganz schön weit weg. Stefan, wie bist du denn da so schnell hingekommen? Ja. Oh, gebrochenes Teil. Na, wer hat's abgeschlagen? Von euch. Okay, oder ich? Giftsafte Waffe. Ey, bis ich komme, ist meine Ausdauer schon wieder im Keller, ey. Deswegen ist meine gifthafte Waffe. Larven futtern. Muss ich da noch lang? Oh, Fußabdrücke. Ich komme. Mein Gott, ihr seid aber auch am Arsch der Welt. Löst man eigentlich den Treibsand aus? Den habe ich bis jetzt immer nur durch Glück ausgelöst. Ja, von unten. Ich wollte gerade sagen. Ach, ne? Von war unten? Die unten? Muss man. Ich dachte immer, man müsste da irgendwie ein Fass hinlegen oder so. Nee, ich glaube, du musst einfach. Also von oben ist es nur, wenn du halt eine Weile auf dem Punkt stehst mit dem Monster. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es zum Beispiel ist, wenn du jetzt eine Falle oder sowas hast. Ich bin da! Wir auch. Und hab mir erstmal direkt gleich eine Schlammkuh gegönnt. Einfach, weil das gut für meine Haut ist. So, darf ich drauf springen? Ja, sehr schön. Ah, versuchen wir mal den Schädel zu bearbeiten hier. Oder den Schwanz zuerst. Mach mal den Schwanz. Nee,
Jetzt! Gott! Ah. Anna! Tschüssi! Ein Problem, ich hab Sprungattacken. So, jetzt muss ich aber echt mal erstmal meine Fiole planen, ey. Direkt der Aktmodus ist immer blöd. Oh. Mann, der Kleine, der weiß auch gar nicht, wie ihm geschieht, weißt du? Jeder prügelt auf ihn ein. Ja, aber wie tut mir der Bauer ein bisschen leid. Ja, ne? Ja, er kann gar nichts mehr machen. Schwanz ist ab. Schwanz ist ab. Sehr schön. Und wie sie alle, die ganzen Schwanzgeilen, weißt du, alle direkt rein. Hey! Hey! Typisch. Ja, wie typisch. Ist das nur, weil es Barrett ist? Alter. Ja, lecker, lecker. Mächtig. Schön durch die Umgebung so geklappt. Hallo, auch schade. Ich dachte, ich komm nochmal drauf auf ihn. Jetzt steht er einfach nur rum. An. Ich sehe mich gar nicht. Ich muss hier gerade wieder mit diesem Blind kämpfen. Ah, ey. Warum macht er jetzt seinen scheiß Brüller? Der liegt auf jeden Fall noch Material vor meinen Füßen. Gut. Au. Ein bisschen was abgekriegt. Aber so viel Damage macht er auch nicht. Also ich habe auch meinen Lebensmantel noch nicht an. Also das hält nee, sich ich Grenzen, bin... ne? Ja, der ist nicht so. Nö, also zumindest jetzt nicht mit der Ausrüstung zu viert, also das halt geht jetzt wirklich. Man, hat er einen Käfer auf seinem Rücken? Ist das richtig oder hat er wer beschossen? Ja, hab ja. Insekt, oder? So. Ja. Ne, es sieht aus wie lauter Kakteen, die da bei sich dran hat. Vielleicht hat jemand eine Dings gefunden. Komm, Robby, los! Eine Stachel. Ja! Alle Mann wieder drauf hier. Auf die Rübe jetzt ein bisschen. Schärfen. Jetzt will er abhauen, wa? Naja, guck mal, der Arme. Hat jemand eine Falle mit? Wir können ihn natürlich auch versuchen zu fangen. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Loot. Nee. Ich hab eine Schockfalle. Ja, eine Schockfalle geht auch. Weiter. Ja, okay. Aber ich hab keinen Schlafdings. Dann wollen wir nicht locken in die Schockfalle? Ja, dann wieso? Dann wir haben doch was zum Schießen. Schießt auf ihn drauf und macht eine leichte. Ich hab Betäubungsbomben auch. Na dann komm. Lass ihn fangen. Ich. Wo ist seine Falle? Bei mir. Schon drin? Jetzt bombardieren. Ja, Hammer. Beutezug abgeschlossen. Nee. Sehr schön. Ja, brauchen wir ein bisschen nicht looten. Machen wir so. Machen wir Zeit. So, und jetzt bitte, bitte lass jetzt da stehen, Arena Quest freigeschaltet. Bitte. I need it. Hast mal einen Facebook rausgeholt hier. Weißt du, so das Facebook der alten Zeit. So, Bachert Rückenpanzer. So, ach, guck mal hier, Klaue plus. Das ist doch was Schönes. Was man nicht braucht, wird verkauft. Ja, es wurde eine Arena-Quest hinzugefügt, perfekt. Von mir auch. Ha, sehr gut. Ich hab den auch noch nicht auf High Rank gemacht. Sehr schön. So, liebe Leute, dann lasst uns jetzt mal noch alle oben noch mal ganz kurz aufs Schiffchen stellen, damit wir alle noch mal Tschüss sagen können und noch mal in die Kamera winken können. Ja. Und danach ist es nämlich schon wieder soweit. Das ist schon wieder off. Wie spät haben wir es überhaupt? Okay. Versammlungsstätte. Halb zwei. Ja, halb zwei. Halb zwei. Okay. Halb zwei. So. Ich komme nach oben. Ich stelle mich jetzt hier hin. Hebt mein Patschehändchen. Also, liebe Leute, ich sage mal Dankeschön fürs Reinschalten. An die Live-Zuschauer hier auch Dankeschön an die YouTuber, wie immer, für Like, Abos und Käsekuchen. Und ja, hoffe, dass das hier heute alles...
Fächer, denn wenn nicht, dann ist halt wieder schade. Dann kriegt der Support wieder eins von mir über den Schädel überzogen. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall ist das nicht schön. So, Jungs, wo seid ihr denn? Ach, da kommt ihr da. Ach, guck mal, da sind sie alle hochgekommen. Ja. Da. Ja, alle im Moment. Stellt euch hin. Wo ist hier der andere? Der Daniel, wo ist der? Ja, ich brauch doch mal ein bisschen. Die Verbindung ist hier so schlecht. Der lädt noch. Die Verbindung ist so schlecht. Er braucht eine Weile, meine Damen und Herren. Also, der hockt sich mein Lift hat sich verfahren. Hallo. Wie süß. Aber belästige meinen Mika nicht, hast du verstanden? Der hockt so direkt vor dir. Also gut. Mit diesem abschließenden Bild wollen wir uns verabschieden. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Mit den Jungs hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann auch das nächste Mal wieder in Monster Hunter World. Dankeschön an Apolator, Marcel und den Daniel. Oder an die Gamertags, wie auch immer ihr das jetzt haben wollt. Und bis dahin. Haut rein. Ciao. Tschüss. Was? Nein, das sehe ich nicht so. Du solltest das Chatfenster da in Ruhe lassen. Absolute Frechheit.